Ich kann den guten Michael Jackson da verstehen, dass der sich damit öfters mal weggeballert hat mit dem Zeug. Das ist jetzt aber echt ein bisschen gemein. Ja, aber ne, ganz im Ernst. Aber wer ist auch so blöd und nimmt das Zeug zum Einschlafen? Ja, wenn du nicht schlafen kannst, ist das die beste Alternative. Ach Quatsch, nein. Da gibt es noch vorher andere Tabletten. Zum Beispiel gibt es da einen Wirkstoff oder eine Tablette, das ist jetzt ein Tablettenname. Der Wirkstoff, der heißt ziemlich dumm. Das habe ich hier auch rumliegen. Das sind so ganz, ganz schwache Schlafmittel. Die Tabletten an sich heißen Dipiperon. Ja? Und der Wirkstoff, der heißt Pipamperon. Total scheiß Name, deswegen sage ich lieber Dipiperon. Und das ist ein sehr, sehr leichtes Schlafmittel. Und ich habe das auch schon des Öfteren genommen an Tagen, wo ich gar nicht zur Ruhe komme. Natürlich nur nach Absprachen auch mit den Ärzten. Und ich kann euch sagen, dass auch wenn es nur leicht ist und da steht extra drauf, das kann man sogar Kindern geben, natürlich mit Absprache von Ärzten und sogar älteren Menschen. Aber bei älteren Menschen und Kindern ist natürlich in so Schlafmittel und sowas wird immer ganz, ganz krass drauf geachtet, dass das gut verträglich ist und so und nicht zu stark. Und ich kann euch sagen, das Zeug hat mich auch schon die Tage, wo ich das genommen habe, so weggeballert. Am nächsten Tag hatte ich die krassesten Kopfschmerzen meines Lebens. Also ich kann das nicht empfehlen. Ich weiß nicht, wie Menschen auf Schlafmittel dauerhaft sein können. Ganz im Ernst. Tja, da gebe ich dir recht. Da ist immer etwas, das Ganze ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ja. Richtig. Naja. Und ich kann mich noch an eins erinnern. Scheiße. Ich kann mich noch an eins erinnern. Und zwar, ich hatte, das ist jetzt auch kein Scherz, und auch keine unwahre Story. Ich hatte 2010, also 2009 hatte ich eine Operation mit Vollnarkose. Da habe ich mein Sprunggelenk war gebrochen und da habe ich eine Platte reinbekommen mit Schrauben. Und 2010 habe ich die dann habe ich die dann rauslassen machen. Nee. Rausnehmen lassen. Rausnehmen lassen, so. Mein Deutsch. Deutsch. Nee, du Deutsche kannst, Sprache. du versprichst dich ja auch die ganze Zeit, was ja Ja. mir negativ ausgelegt wird, ne? Nee, auf jeden Fall, 2010 kam die Platte wieder raus mit den Schrauben und by the way, wenn ihr die mal in einem Vlog sehen wollt, ich habe die nämlich hier rumliegen, dann sagt mir mal Bescheid. Dann packe ich die mal aus und dann zeige ich euch die mal. Natürlich ohne Blut da dran, die werden ja steril gesäubert. Na gut. Als ich dann aufgewacht bin aus der zweiten Operation im 2010, wo die Platte wieder rauskam, da war ich ja noch voll weggetreten von der Vollnarkose. Vollnarkose ist was Schönes, ihr seid schlaft einfach. Leider Gottes ohne Träume. Zumindest keine, an die man sich hinterher erinnern kann. Es ist ein krasses Gefühl auf jeden Fall. Und als ich dann aufgewacht bin, erster Satz, kein Scherz. Ich durfte auch sofort nach Hause. Das muss dazu gesagt sein. Erster Satz, den ich damals zu meiner Mutter gesagt habe: Hö, ich kann fliegen. Ohne Scheiß, Leute, ich weiß nicht, ob ich das damals nicht sogar ausprobiert hätte. Mit einem gebrochenen Fuß immer noch, das muss man dazu sagen. Also, Hammer. Hammer, was diese Medikamente mit dem Nervensystem machen. Ich habe hier auch ein paar Pillen rumliegen, das habe ich dir ja schon mal erzählt, Thomas. Ja. Die sind für den Ernstfall, falls einer wirklich so kurz vorm, nicht vom Herzinfarkt ist oder so, sondern kurz vorm Nervenzusammenbruch, dann kann man die nehmen. Und die machen halt die mit so einem gewissen Wirkstoff, gehen die halt ins Nervensystem, in den Kopf rein, beziehungsweise erstmal in die Blutlaufbahn und dann in den Kopf. Und dann sorgen die dafür, dass man halt zum Beispiel, dass man sich cool fühlt, dass man müde wird. Und ich finde das Wahnsinn, was die Medizin alles machbar, was da alles machbar ist, ne? Naja, Ich finde klar. das Wahnsinn. Und ich finde, das ist ein hochspannendes Thema. Und Ja. wäre ich nicht schon zu alt für den Scheiß, dann würde ich sogar noch Medizin studieren. Ja, komm, so alt bist du jetzt auch wieder nicht, ne? Ja, ich bin 20. Guck mal, du musst dir überlegen. Normale Medizinstudenten, die gehen mit 20 in ihr Studium rein oder sind schon die ersten 2 Semester oder so im Studium drin. Weil du musst dir so überlegen, bis 16 ist die normale Schule. Dann machst du ja noch, wie viele Oberstufen gibt es für Gymnasium? Also gibt es da 2 oder 3? Was Für weiß ich. Abi. Abi, es gibt die 10., 11., 12., richtig? Ja, nee, 10. sowieso. 11., 12., 3. Gibt es eine 13. Klasse? Nee, ne? Nee, glaube ich jetzt nicht. Sagen wir mal 2 Jahre. Ihr geht mit 16 aus der Schule, normalerweise, wenn ihr mit 6 eingeschult werdet und nicht wiederholt, und seid mit 16 ja raus. Dann macht ihr Abi, seid dann mit 18 raus. So, das heißt, ihr habt dann schon 4 Semester, habt ihr dann schon absolviert mit 20.
Ich müsste aber jetzt erstmal mein Abitur machen. Ich habe ja nur einen FOR-Abschluss. Ich müsste ja jetzt erstmal mein Abitur machen, was mich 2 Jahre meines Lebens in die Schule verbannen würde. Dann wäre ich 22 und dann würde ich erst anfangen mit dem Studium, wo andere vielleicht schon längst draußen sind. Also es macht definitiv keinen Sinn mehr. Leider. Weil ich finde auch sowas wie Operationen und so, da wird jetzt der eine oder andere vielleicht kreischend vorm Bildschirm sitzen und sagen, ey, wie ekelhaft. Aber ich finde das echt ein hochspannendes Thema und ich gucke mir sowas gerne an. Ja, da gibt es einige gute Dokumentationen darüber und ich bin ja so ein Doku-Freak eigentlich. Ja, ich auch. N24 ist auch einer mit der besten Sender für Dokus. Ja, oder hier auf Sky halt, ne? Ja, gut. Was ich zum Beispiel immer ziemlich gefeiert habe auf N24 sind diese Reportagen über das Ende der Welt. Das habe ich Ja, die immer waren eigentlich ganz interessant, ne? ziemlich gerne angeguckt. Oder was wäre danach? 80 Tage nach Genau. den Menschen und sowas. Geile Sendung auf jeden Fall. Machen mega Spaß, sowas sich anzugucken. Weil solche Sendungen, solche Dokumentationen, die bringen den Menschen auch mal zum Nachdenken. Weil, Leute, ihr wisst gar nicht, was alles im Universum so passieren kann. Theoretisch können wir jede Sekunde tot sein. Einfach so. Alles krass. Nicht nur theoretisch, es könnte sogar theoretisch praktisch passieren. Richtig. Also theopraktisch. Theopraktisch. Ich muss mal immer auf der Autobahn rückwärts fahren. Wie viele Kilometer hast du noch? Ich habe 116 noch. Oh, ich bin bei 54. Die Pfeile hier so beschissen gelegt hier. Echt, das hat sich wirklich ein ganz schlauer Typ ausgedacht hier. Na gut, Leute, da habt ihr jetzt auf jeden Fall ein bisschen was aus meinem Leben erzählt bekommen. Wie viel Finde ich Kilometer immer hast du nur schön. noch? 38. Ach du Scheiße. Ich darf jetzt hier wieder eine ganze Ecke hier Bundesstraße fahren und so. Ja, du machst schon, passt schon. Wir sind ja eh schon über 0 Uhr drüber. Ja, das dauert nicht mehr lange. 100 Kilometer, Jo. ich sag mal so 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten, dann sind wir durch. Jo. Und dann halt noch einparken, ne? Das dauert ja immer so am längsten hier. Ja, ich parke jetzt auch mal separat an, welcher Zeit habe. Wie sieht das denn aus? Hast du noch irgendein Thema zum Schluss, das wir kurz ansprechen können oder so? Vielleicht auch so, was in die Richtung geht, wo wir gerade schon gesprochen haben? Meinst du das Thema Krankheiten oder was? Nö, auch so Dokumentation oder so. Dokumentation, achso, ja. Ich stehe ja persönlich ganz, 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 ganz extrem auf U-Boot-Dokumentation, ne? Ah, Die okay, ja. suchte ich. Weil, wenn man sich nämlich mal einfach mal ganz klar vor Augen hält, die Leute können nie weg. Ne? Die sind irgendwo unter Wasser, womöglich dann auch noch mit Atomantrieb und so, aber die kommen nicht raus. Ja. Und das ist ja auch schon irgendwo, ja, ich könnte mir das nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich Ich sagen. auch nicht. Ich meine, ich segle, ja. Warst du schon mal in einem U-Boot drin? Ja. Ich auch. In Damals in Hamburg. Wilhelmshaven. Stillgelegt. Wilhelmshaven, da war ich. Ja, ich auch. Bei so einem von so einem Bundeswehr-U-Boot, da war ich mal drin. Wir konnten uns da so umher, so einfach mal so, ne? Und Leute. Die sind da ja teilweise Tage oder so unter Wasser, ohne die Erdoberfläche zu betreten, auf so einem kleinen Territorium. Leute, Leute, Leute. Ich sage euch, die Luken, die sind nicht viel größer wie ein, ja, Medizinbau. Ja, ich hatte damals schon als 12-Jähriger echt Probleme, da durchzupassen. Also ich weiß nicht, wie das ausgewachsene, erwachsene Menschen machen sollen. Alles krass auf jeden Fall. Eine U-Boots-Dokumentation ist jetzt nicht ganz so mein Genre. Ich habe mich halt immer so auf Katastrophen befasst, weißt du? So Tornados oder So sowas, so Sekunden nach dem Dokumentationen Unglück. darüber. Ja. Kennst du das? Sekunden nach dem Unglück? Nee, nicht direkt. Gibt's auch auf YouTube. Google das hier, such mal danach. Das sind so Katastrophen wie zum Beispiel Tschernobyl. Ja? Ja. Oder heißt das Sekunden nach dem oder vor dem Unglück? Ich glaube Sekunden vor dem Unglück heißt das Ding. Dann nehmen sie Ja, auch dann zum habt Beispiel ihr. auch das auseinander hier mit all möglichen Klamotten, die in Japan passiert sind. Jetzt nicht unbedingt von Fukushima jetzt, das ist glaube ich noch nicht raus. Aber so U-Boot-Katastrophen wie die Kursk. Ja. Oder Kursk heißt sie ja, glaube ich, ne? Kursk.
wie sie abgesoffen ist und so, wie es dazu kam. Das ja, doch, ich glaube, dann kenne ich das doch so ein bisschen. Scheiße, ich habe mal wieder hier eine Stadt erwischt, wo die Ampeln alle rot sind. Da muss ich leider Gottes jetzt mal über eine rote Ampel fahren. Ja, ich habe noch 35 Kilometer mit 35 Minuten Fahrzeit. Ich habe 1 Kilometer, aber ich muss ja noch einparken. Ja, muss ich ja auch noch. Also die Ampel ging jetzt gerade noch, das habe ich gesehen. Dann bleibe ich hier auch mal stehen. Aber ich glaube, ich war in dieser Stadt schon mal. Ja, ich war hier auch schon mal. Eigentlich schade. Ja, aber dafür arbeiten meine Kollegen wieder. Ordnungsgemäß. Ja, danke für den Hinweis. Bei mir auch wieder. Einkommen 4000. Ach ja. Also, Dokumentation ist. Wirst du doch nicht gefeuert? Naja. Meine Dokumentation, meine, Quatsch. Dokumentation, das ist schon so mein Gebiet, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon ein sehr, sehr hochspannendes Thema. Aktuell habe ich mir ja die Staffel von Battlestar Galactica gekauft, alle 4 Staffeln. Und da bin ich da jetzt noch ein bisschen dabei nebenher, währenddessen, dass die Kiste dann halt am Rendern ist oder so, ne, das zu gucken. Mhm. Aber auch nicht schlecht. Das ist aber jetzt keine Dokumentation. Nee, oder? das ist eine Serie. Science Fiction, ne? Science Fiction, ja. Na gut, das mag ich nicht so. Einzige Serie, die ich wirklich, wo ich Staffeln von gesuchtet habe damals, ja, da wird mich jetzt vielleicht der ein oder andere für hassen, aber ich persönlich habe es einfach gefeiert, war Smallville. Smallville war auch nicht schlecht, ja. Das ist geil. Da gab es aber noch eine Serie, die ich sehr gerne gesehen habe. Da fällt mir jetzt aber gerade der Name nicht ein. Lief viele Serien. Lief auf, dann ging es um so einen Atomeinschlag und so. Wo lief das denn? ProSieben. Atomeinschlag. Oh ja, und weiter, was kam da noch alles drin vor? Ja, und dann haben sie halt versucht, die Windkraftwerke zu erstellen und so. Aufständische waren dann noch. 0 Kilometer übrigens. Nee, du, fällt mir jetzt nicht ein. Also mir fallen ein paar Sendungen ein, die da so in das Thema passen, aber. Sollte es mir einfallen, ich werde es dir dann irgendwann sagen. Jo. Nee. Nee, automatisch einparken machen wir nicht. Ich habe manuell eingepackt und ich bin sogar schon fertig. Ich bin auch gleich durch. So. Wo haben wir denn hier mal das nächste Häuschen, was ich mir kaufen könnte? Ja, man hört mein Lenkrad wieder, Leute. Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Ist halt so. Ja. Aber das nächste Mal sowieso mit Facecam. Mhm. Ja, ich werde bei mir die Tage auch wieder ein bisschen Facecam einblenden lassen. Aber ich habe jetzt nicht so die Lust dazu gehabt, weil du weißt ja, Thomas, meine Motivation war ja in den letzten Tagen nicht gerade so auf Hochtouren. Und da musste das jetzt nicht unbedingt sein. Das stimmt allerdings. So. Da sehen wir. Alles abgegeben, ausgezeichnete Fahrt, ne? War ja gar nichts, ne? Na super. Und somit sind wir auf Level 21 Meister. Na, sehr schön. Wo sind wir denn da? Fernfahrten nehmen wir jetzt am besten, ne? Ne, nehmen wir zerbrechliche Fahrten. So, zack. Motor aus, Handbremse angezogen. So, ich für meinen Teil bin fertig. Ich auch, schon längst. Und würde dann sagen, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt gerade für alles richtig hört, ne? Ich weiß, ich hatte 2 Unfälle, tut mir leid. Hehe, hust, nämlich gar nicht, ist mir scheißegal, diese 2 kleinen Drecksautos da, ja? Und würde sagen, erstmal danke, Chris, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne, und das kommt ja auch auf meinen Kanal, deswegen auch danke, dass du mitgemacht hast. Jawohl, kein Problem. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut da rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Thomas. Ciao. Oh.